Hier, du Frankfurter. Ja. Mit deiner CX. Bei dem Dreckswetter. Gut, es ist schon dunkel, man sieht es nicht mehr. Es regnet, wir haben Minusgrade. Und guckt euch den Kauz an. Der fährt jetzt mit seiner CX nach Frankfurt. Ich habe dir jetzt erstmal so dicke Handschuhe mitgegeben. Das sind meine Winterhandschuhe. Hier, geht vorsichtig mit denen um, ne? Ja, kriegst du wieder. Okay, danke. Dann viel Spaß beim Heimfahren. Danke, sind auch schon geschmolzen. Ja, okay. Na, logisch, ich hab halt auch manchmal an die Krümmer. Er war heute Abend da, welche technische Fragen, welchen Umbau. Mach's gut. Und jetzt fährt er mit seiner Güllepumpe nach Frankfurt. Philipp, ja. Wir haben's gut. Wir müssen nicht nach Frankfurt heute Abend, wir sitzen hier im Trockenen. Wir haben's echt gut. Die armen Sau hier, ehrlich, du bist echt leid. Ne? Ja. Aber wir haben ein bisschen dicke Handschuhe gegeben, ja. Damit er nicht ganz so kalt ist. Hier Schmuckstück vom Robin, CX500, ja, ganz was anderes in dem Kasten hier. Na gut, also wir müssen jetzt dann hier mal eintragen lassen, die Reifengröße, die KNN-Luftfüller, die Segelstange von Lenker, von LSL glaube ich, was wir hier auch noch machen. Ist eine Zwei-Mann-Sitzbank. Ansonsten wird dann noch der Rahmen geändert. So wie wir es üblich machen, hinter der Plastikschrott, der kommt weg. Und da machen wir ein schönes Rücklicht dran. Das hast du schon zum Laufen gebracht, Elektrik hast du selber gelegt, gell? Ja. Da geht auch alles. Gut. Achso, Vergaser soll ich auch noch abstimmen, gell? Da hast du nämlich noch die Originaldüse drin. Ja, aber läuft eigentlich ganz gut. Also kann nicht sein. Wenn du Originaldüse drin hast, kann die nicht gut laufen. Okay. Da muss 127 Hauptdüse rein. Okay. Ja. Das, weil du hast es nur im Stand laufen lassen oder hast du es auch mal richtig gefahren? Um den Block mal ein bisschen lernen. Um den Block, das ist keine Aussage. Du musst dich hochbeschleunigen, ja, bis in den fünften Gang. Ja, und so ein bisschen ja. Kritischer. Okay, also da gucke ich danach. Wahrscheinlich, ich meine, das ist mir jetzt schon sicher andere. Das ist ja auch schon. Das hat wirklich schon ein bisschen geschwächt. Also. Ja, ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Gut, fertig. CX ist schon weiter soweit vorbereitet, angeheftet. Das ist die Nummerschalthalle, ne? So machen wir das wieder dran, ja. Den machen wir so dran. Denk an den Winkel, die sind doch immer ganz aufgeregt mit ihren 30 Grad. Ja, du sagst. Ach, selbstverständlich machen wir 30 Grad. Okay, alles gut, nur dass ich es gesagt habe. Ja. So, die Platte hast du auch schon. Von etwa. Ja, genau. Na gut, ist ja alles noch grob. Ist ja noch ein weiter Weg. Das ist halt bei den CX-Rahmen so, da muss der Polsterer das schön. Linie hinkriege. Ja, das macht er. Ne, gut, okay. Ja. Das ist sowieso exklusiv, das Gerät. Ja. Wenn ich da so hingucke. Okay. Das sind die CX in der Schwarz vom. Ja. Gut. Wilde Konstruktion ist das auch soweit fertig, was wir hier gemacht haben. Das ist die Sitzbankplatte angefertigt, hinten der Lob eingeschweißt, das Rücklicht dran gemacht. Gut, jetzt geht die zum Sattler und dann haben wir so, da haben wir sie im Griff. So, ich habe ja schon mal gefilmt, jetzt nehme ich das Motorrad komplett auseinander. Ich habe, wie gesagt, diese PVM-Räder dann da. Vorne 18 Zoll, hier ist nämlich original 19. Und hinten habe ich ein breiteres Rad. Und dann noch eine andere Schwinge. Da gucke ich jetzt erstmal, ob das alles irgendwie zusammen geht. Und wie gesagt, die soll ja verkauft werden. Wir fangen jetzt erst mal an. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und ich mache immer mal so einen Zwischenbericht. Also billiger wird sie nicht. Ich hab hier mal einen Anstandspreis gegeben. Das wird jetzt mehr. Wo haben wir jetzt? Da rein. Zeit aufschneiden. Na. Und mach jetzt mal aus.
geht die ganze Scheiße wieder rückwärts. Ich wollte die PVM-Räder reinmachen, passt gar nichts. Vorne ist zu breit, hinten das Auto kompliziert. Scheiße. Ich brauche natürlich ein breiteres Hinterrad. Ich werde wahrscheinlich, das ist gerade so ein Gedanke, diese Krummstahlräder, werde ich abflexen, damit ich die Narben habe. Dann werden Scheiben gedreht und dann kommen Speicherräder rein. Aber dickere, damit ich nicht mit so einem Mini-Reifen hier rumfahre. Weil die Dirk hat nämlich ganz interessante Ideen, die wir Set machen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall breite Reifen. Ja, Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Der Traum von PVM-Räder und Kastenschwinge. Jetzt bin ich wieder genauso weit, wo ich vorher war. Ich habe jetzt hier mal einen Tank draufgelegt. Und Dirk sagt mir, gestalte das mit dem Höcker. Weiß ich noch nicht. Irgendwie. So, jedenfalls. Ich schneide jetzt erstmal den Rahmen ab, weil das ist sehr frustrierend mit den anderen Rädern, das geht nicht. Machen wir erstmal Heckkürzung. Das sieht doch das alles schon mal besser aus, oder? Ja, das ist doch ein Scheiß. So, jetzt kann ich mir die vorstellen. Moment, halt doch mal die Kamera drauf. Der Dirk meint, der Höcker soll drauf. Irgendwie. Kommt so ein bisschen Streetfighter-mäßig, ne? Ich weiß noch nicht, wie man das macht, aber auf jeden Fall, das sieht irgendwie, guck mal, wenn du mal hier von der Seite fotografierst, das könnte was werden. Auf jeden Fall ein breiteres Hinterrad brauchen wir. Gut. Ich am Heule, weil wir zwei haben nämlich wieder verschiedene Meinungen gehabt, er will unbedingt den Höcker da drauf machen. Die ist das ja zu fett. Und da habe ich gesagt, das geht so nett, la la la, jetzt hat er hier ganz exklusive Zeichnungen gemacht. Was er da draus macht, will ich jetzt auch gar nicht hören. Erklär mir es nicht. Mach es auch erst mal, gell? Ja. Muss ich doch mal drüber schlafen. Es sieht nämlich so aus, wie es aussieht. Ich sage jetzt weiter nichts, weil er meint mal was anderes. Gut, Schluss. Ist mit dem Höcker, was du hier? Ich habe jetzt Hähne gekürzt, das hintere Teil abgeschnitten. Jetzt habe ich das immer so hingehalten. So habe ich das hier zusammen mit Glasfaser. Schmäler, gell? Das ist jetzt schmäler. Und der Höcker hat jetzt auch nicht so streetfahrermäßig die Form, oder? Ja, ein bisschen. Aber das Eck jetzt hier, von der Eck bis zu der Eck, das müssten wir vielleicht noch begradigen. Aha. Also hier muss noch was rein, da war kein Plastik mehr da. Weil dann, man sieht hier unser Rohr, weißt du? Es sei denn, wir lässt das Rohr sichtbar und macht halt unseren Blinker oder ein Rücklicht rein. Ah ja, sag mal, das wäre doch Hammer. Das ging auch. Da hinne? Die Lichter rein, rechts und links. Wir müssen das mal, wenn das jetzt trocken ist, weil jetzt habe ich es erst frisch gemacht, ja. Das ist so gefährlich jetzt noch. Gut, das hat der Haut auch kein Zimmer, das gucken wir dann mal. Ich habe das extra hier verspannt, alles spezial. Aha. Mhm. Zum Glück hast du hier nicht so hoch Deck drin. Oder hast lange Eisenposte. Ich habe Eisen 5 Meter hoch, wenn es sein muss. 5 Meter? Du bist wahnsinnig, das weißt du. Also das ist alles so. Du bist wahnsinnig. Ja. Gut, ich habe das alles schon mal erzählt, ich erzähle es aber nochmal. Das ist der Motor, wo jetzt hier in die Honda kommt, 900 Kubikzentimeter. Wir haben ihn lackiert. Der Deckel, der ist poliert, wie ihr seht. Hier vorne habe ich auch noch einen neuen da, den kann man auch den runter machen und kann den neuen polierte drauf machen. Gut, das war der Motor, wo man hier unten mal geflickt hatte. Da war er leicht undicht. Keine Ahnung, was das war. Da haben wir mit zwei Komponentenkleber, hier war es auf der anderen Seite. Da haben wir mit zwei Komponentenkleber haben wir das zugemacht. Also das ist dicht. Und da machen wir uns, brauchen uns keine Sorge zu machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, der war gesandstrahlt und ist lackiert. So, jetzt die Kiste mit Schraube drin und alles. Das haben wir auch alles sauber gemacht. Die Bremse, die habe ich heute überholt. Die vordere, hier ist noch so eine Kiste mit Schraube drin. Das ist alles wieder Pico Pago.
Ich hatte die Bolt-Dor schon mal am Anfang, wo ich sie da gekriegt habe, gesagt, dass ich sie für 800 Euro verkaufen will. Wenn einer einsteigen will in dem Projekt, keine Bewegung, also es geht weiter. Mittlerweile haben wir schon einen Haufen Arbeitszeit dran verbracht und halt auch investiert wie Lack und Kram, aber Hauptsache Arbeitszeit. Wir sind aktuell bei dem Projekt bei 1800 Euro, also so wie ihr es jetzt in dem Wochenrückblick seht. Wenn es jetzt weitergeht, wird es halt dementsprechend teurer. Mit den Rädern, wie gesagt, das habt ihr in dem Film auch gesehen, PVM-Räder hat nicht gepasst, die waren von einem anderen Bolt-Dor-Modell, von einem neueren, geht nicht. Jetzt habe ich mir noch mal ein Angebot machen lassen, dass man aus diesen Chromstahlrädern Speicherräder rausmacht. Und das sind wir bei knapp 2000 Euro. Die könnte man machen, man muss aber nicht. Weil die Räder sind nämlich eigentlich auch noch gut. Vielleicht spare ich mir das und lasse die drin. Weil Speicherräder zum Beispiel kann man später auch noch mal reinmachen. Gut, jedenfalls Motorrad 800 plus die 1000 gibt 1800 Euro. Das Stand der Woche. Ne? Und ich mache es jetzt so, wie ich will. Wenn einer jetzt da einsteigt und kauft die, können wir umgestalten. Ne? Mit Fußassanlage, Auspuff, habe ich auch noch was rumliegen. Alles egal, jetzt sind wir erstmal bei 1800. Ihr wisst Bescheid, könnt, wenn ihr wollt, euch melden. So Wolfgang, wenn du den Wochenrückblick siehst. Hier, guck. Die YSS-Schlussdämpfer ist drin. Er sieht richtig geil aus, ne? Einen schönen Rot. Und die Lampehalle habe ich auch schon da. Aber ich habe noch keine Gabel. Seht zu, dass du beikommst, damit das hier mit dem Ofen weitergeht. Wir haben keine Räder und wir haben keine Gabel. Mach hin, Wolfgang. Und hier haben wir auch was ganz Geiles. Eine Tausender Güllebombe. Quatsch, eine Tausender Goldwing. Mein Gott. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja. So, heute haben wir mal Goldwing-Musik. Ja, was ganz Neues. 1000 Kubikzentimeter, 4-Zylinder-Boxer. Hört sich an wie Auto, ne? Gut. Haben wir Donnerstag. Dirk, hast du den neuen Schleifwechsel gekriegt? Ja, garantiert mal. Die Schleifwechsel halten bei dir noch nicht einmal die Garantiezeit durch. 2 Monate alt, die Dinger dauern nichts. Und der Höcker hast du jetzt umgestylt? Hab gestern Abend eine Langeweile noch was ausprobiert. Ja. Na komm, leg ich mal drauf, mal sehen, wie es jetzt aussieht. Aha. Aha. Bisschen höher das Ganze. Kann jetzt die Ecke hier noch zumachen. Ja, jetzt. Den Rahmen auch einkürzen, ein bisschen noch. Und könnte da die Blinker oder Rücklicht reinsetzen. Warte, ich will jetzt mal schnell die Kamera hier so dran halten. Dann sieht das gar nicht mal so übel aus. Das sieht gar nicht mal übel aus, hast du recht. Cool. Das gibt einen schönen Sitz. Das wird gut. Jetzt gefällt mir das, weil du hast erst, wolltest den so machen, wie es war. Das wäre mal halt was anderes gewesen. Breit, fett, Quatsch. Weißt du? Aber der muss schmal sein. Ich habe auch schmale Reife, ja. Genau, so ist es gut. So gefällt mir das. Und das Loch, wo man das lasen will? Nee, das lasen wir nicht. Damit deine Luftlöcher, da machen wir noch was. Ich bin nicht fotogen. Ich bin nicht fotogen. Elfriede, du siehst klasse aus, ehrlich, glaub mal. Guck mal. Nee. Jetzt sag erst mal, damit wir das hier am Film haben, was gibt das jetzt hier? Wahnsinn, mit Speck. Ja. Und hier hast du schon den Speck drin? Jawohl. Gut hier. Da freuen wir uns schon drauf. Genau. Fertig. Los, pack auf. Schlepp auf. Und der Akt ist weit, weißt du? Das musst du dir vortragen. Den hat es leid getan. Die werden gern da. Nicht zu viel, ich will auch noch was haben. Ja. Schade, dass man das durch die Kamera nicht schmecken kann, was du da gemacht hast. Wahnsinn. Also ich musste, bei Engel, die kommen immer mal, die Älteste von der Beatrix, die kommt immer und hat gesagt, die Mama hat es auch schon gemacht, aber schmeckt nicht so wie bei der Oma. Ja, die Oma, klar, die kann das. Guten Appetit. Man kann Salate zu machen, ja. Oder Obst, das was immer will. Ja. Schmeckt das, Dirk? Wir haben ja einen verwöhnten Kaumen, ne? Wir zwei. Mhm. Arnold, danke schön, dass du uns zu deiner Mutter geführt hast. Gerne.
jetzt die ersten Meter. Das Ding macht ein Spektakel. Boah. So. Bis auf den Sattler. Haben wir alles im Griff. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Dieser Scrambler. Wenn sie vom Sattler dann da ist und das Wetter ist wärmer, gibt es einen Fahrbericht und halt der komplette Film. Es ist ja, ihr habt den nur so ein bisschen zusammengestückelt gesehen. Es kommt ein kompletter Film. Mit der 600er Hornet Scrambler. Alles klar. Cool.